Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen den womöglich letzten Part von Yoshi's Story. Wir sind beim Finale und dem Feuerschloss. Das hört sich erstmal ganz schön übel an. Mal schauen, wie gut es läuft, denn wir haben nicht mehr viele Yoshis übrig. Vier Stück an der Zahl noch. Der pinke Yoshi, der rote Yoshi, der gelbe Yoshi und der hellblaue Yoshi. Wir nehmen mal den gelben, denn mit dem habe ich doch ganz gute Erfahrungen gesammelt bis jetzt. Der hat das immer ganz gut hinbekommen. Okay, das ist schon mal ein Art Secret, oder was? Ich guck mal gleich, ob ich da lang gehen kann. Dann natürlich trotzdem auch nach vorne gucken, was da so ist. Ein Drache. Der wird wahrscheinlich auch sagen, der Drachenritt oder irgendwie sowas. Ah ja, der Drachenritt. Überquere den Lavasee auf dem breiten Rücken des Drachens. Ich will trotzdem mal sehen, was hier ist. Das scheint mir eine Art Secret zu sein, ne? Ganz am Anfang nach links gehen. Habe ich sonst, glaube ich, auch nie gemacht, ne? Ah, der erste Dicky Warp. Ganz versteckt hier, der Herr. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwas anderes. Nee, hier braucht man einen Schlüssel. Oh, 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 okay. Das ist interessant. Man braucht hier also einen Schlüssel. Wir müssen den Drachenritt jetzt trotzdem abschließen. Gute Sache ist, wir brauchen hier nicht die Superherzen sammeln. Das bringt natürlich einen riesen Vorteil. So, fahr mal los, Kollege. Der guckt sich so die Bananen so an. So gierig. Okay, wir bleiben erstmal hier. Ich will mal gucken, wann der aufhört. Aha, meine Güte. Also Lava wird One-Shot sein. Ich lasse mich extra... ich lasse mich extra ein bisschen... Oh mein Gott. Nach hinten fallen, damit ich hier immer schön die Zeit habe, nach vorne noch zu springen. Also, dass der Kopf hier... Huch, was war das denn? Dass der Kopf hier komplett durchgegangen ist schon. Ich glaube, das ist nämlich eine ganz gute Taktik. Okay, so lang ist der auch nicht. Ja, das lasse ich liegen, das lasse ich liegen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie was Essentielles, obwohl kann es ja eigentlich auch nicht sein. Kann ja nichts übelst Wichtiges sein. Ich muss ja eigentlich nur die Früchte einsammeln. Natürlich könnte es jetzt der Schlüssel gewesen sein. Oh mein Gott, war das knapp. Ja, das war jetzt ja Quatsch. Okay. Soweit, so gut. Das ist noch ein Apfel. Den ersten Drachenritt haben wir geschafft. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das eine Mal dachte ich schon, ich plumps jetzt in die Lava. Aber es hat alles gut geklappt. Wir sind schon beim zweiten Dicky Warp. Das war also die erste Szene hier. Wir haben eigentlich nur alles eingesammelt, bis auf eine Sache. Die haben wir verpasst. Okay, was ist nun hier los? Lavastrom. Vorsicht vor der Lava. Berührst du sie, wird es recht brenzlig. Heißt das jetzt One-Shot oder was heißt das genau? Da ist irgendwas, das wir aufmachen können. Ah, wie weit? Oh mein Gott. In sowas bin ich ja gar nicht gut. Schnell durch. Ah, schnell auch hier durch. Ist immer die Frage, ob wir sowas berühren dürfen oder ob wir dann direkt tot sind. Aber erstmal Früchte mitnehmen, Früchte mitnehmen, Früchte mitnehmen. Jetzt sieht mir auch so aus, als würde hier gleich Lava runterfließen irgendwo. Ah. Ah. Aber wir haben keine Eier mehr. Ah. Mein Gott, war das knapp. Das hat mich nicht erwischt. Okay, was ist hier? Hier ist auch nochmal oh mein Gott. Okay, das hat uns getroffen. Aber, ja wow, wie soll ich denn da jetzt ausweichen so schnell? Wie ganz schnell, warte, warte, warte. Und jetzt schnell weg. Ach, mir ist halt ja mal gar nicht geklappt. Aber alles halb so wild. Denn da unten ist eine Pflanze. Das haben sie wahrscheinlich absichtlich so gemacht. Haben schon gemerkt, dass da ganz viele Leute wohl Probleme haben. Ach komm, das war jetzt aber... Das war jetzt dämlich. Ich geb's zu, es war dämlich. Ah, das ist hier auch wirklich eine nervige Stelle irgendwo. Was bringt denn der Kollege hier? Gar nichts. Ah, das kann man doch von hier oben so runtersaugen. Das ist alles halb so wild. Na gut. Wir haben jetzt Eier und machen uns weiter auf den Weg. Hier gibt es zwei Früchte, das lassen wir uns nicht entgehen. Schön so werfen, dass beide getroffen werden. Hat gut geklappt. Wir haben auch schon jetzt die Hälfte. Wenn wir die Banane zumindest haben, haben wir jetzt mindestens die Hälfte an Früchten, die wir brauchen. Man hört hier eine Superherz, man hört es. Rechts von mir irgendwo. Aber ist ja alles nicht so wichtig. Alles... Nein, alles nicht so wichtig. Ich glaube, hier geht es eher so ein bisschen ums Leben. Da unten ist das Superherz. Oh. Na gut, so kriegt man das trotzdem relativ easy. Ah, da gibt es auch nochmal ordentliche Sachen. Nice, es läuft sehr gut. Also wirklich sehr, sehr einfach bis jetzt. Bis auf diese Lavastelle ganz am Anfang. Kann ich es jetzt nicht... Oh mein Gott. Ah, nicht mich runterhauen. Fand ich es jetzt nicht sonderlich schwer, muss ich sagen.
Da war dieses Kreissägen-Level noch schwieriger. Okay, wir haben schon super viele Früchte gesammelt. Das lassen wir mal liegen. Das lassen wir auch mal liegen. Ich will mich mal so ein bisschen umgucken hier wenigstens. Ein bisschen wenigstens umgucken. Nach oben. Bringt mir nichts. Hier könnte ich auch noch mal zwei Früchte mitnehmen. Nein, och, ich wollte... Man weiß, was ich wollte. Aber es hat nicht geklappt. Ah, da wollte ich auch noch schnell durch. Hat auch nicht gut geklappt. Da unten gibt es auch noch mal was. Na gut, wir gehen erstmal hier rein. Also ich hätte jetzt das Level eigentlich schon abschließen können, bin ich mir ziemlich sicher. Fahren die mir hinterher? Nein. Eine blaue Röhre. Die sind eigentlich gänzlich ungefährlich, ne? Die Dinger. Oh, da kann man so nicht reinlaufen, okay. Habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, da kann man einfach durchlaufen. Okay, bloß aufpassen, dass wir jetzt hier nicht draufgehen, ne? So, eine Frucht nur noch. Okay, da wäre jetzt natürlich die Banane perfekt, aber... Laufen wir doch noch mal ein Stückchen. Also es gibt zwar viele Gefahren, aber super schwer. Na, super schwer. So als letztes Level, so als riesengroßer Abschluss, empfinde ich es bis jetzt nicht, aber... Na, ja, jetzt wird es natürlich blöd. Was ist denn da drin, ne? Ich glaube, die sammeln wir mal ein. Bevor wir hier drauf gehen noch. Ich will es natürlich jetzt nicht drauf anlegen, dass ich hier alle meine Yoshis noch opfer. Wir haben uns das Level ein bisschen angeguckt. Fand es jetzt nicht allzu schwer. Muss ich zugeben. Jetzt haben wir mal der Kampf gegen Bowser Jr. Ah, jetzt gehen wir auch mit dem Leben rein, was wir hier hatten. Das ist natürlich nicht so gut. Hey, den habe ich doch voll erwischt. Wir sammeln uns erstmal ganz kurz ein bisschen Leben hier. Jetzt brauchen wir die Bob-Bombs. Hat er sonst auch geschossen mit dem... Mit dem Feuer? Ey, warum... Hat das denn jetzt nicht geklappt? Ah, das gibt's doch gar nicht. Ey, jetzt hat er mich doch nochmal getroffen. Also wann die so mit mir mitlaufen und wann die nicht mitlaufen, ist so eine Frage. Jetzt dürfte ich ihn treffen, oder? Ja. Komm, 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 komm. Jawohl. Dreimal ins Gesicht, jetzt wechselt die Phase, glaube ich, oder? Ah, da schüttelt er sich erstmal vor Schmerzen oder wie auch immer. Hier kommt mal rein, der Yoshi klein und dumm fällt auf die dicke Nase bumm. Ach ja, das war dieser unfassbare Reim. So, Unbesiegbarkeit haben wir auch noch am Start. Wir haben jetzt... Man hat, solange man unbesiegbar ist, unendlich viele Eier. Das wusste ich gar nicht. Bringen uns hier jetzt natürlich gar nichts. Ja, die Unbesiegbarkeit muss erstmal weggehen. Jetzt ist die Unbesiegbarkeit weg, okay. Wow, der kann schießen. An der Heavy Bomb ist auch keine Frucht mehr. War nochmal vielleicht ein bisschen knapper als sonst. Oh, das hat nicht gezielt. Ärgerlich. Ach Mist, ich wollte natürlich den Bob-Bomb da holen. Ah, der hat ihn trotzdem erwischt. Glück gehabt. Glück im Unglück. So, dich nehmen wir auch nochmal mit, Kollege. Und Feuer frei. Yay! Da haben wir ihn, da haben wir ihn, den Boy. Oh, das ist wirklich hart. Genug für dieses Mal. Du hast den... Da hast du den doofen Baum. Ah, ich hasse diese Früchte. Und tschüss. Tja, mal gucken, wie das, ob da jetzt noch irgendwas Besonderes kommt beim vierten Ende oder wenn man alles hat. Bin ich mir gar nicht sicher, das weiß ich gar nicht so genau. Und er weint. Der arme Herr. So, jetzt haben wir die Punkte, das Finale. Mal gucken, ob wir unseren Gesamtscore jetzt mal endlich verbieten. 1900 kriegen wir nochmal. Und damit haben wir natürlich mehr, als wir damals bei unserem ersten Durchlauf war das, glaube ich, sogar, oder? Na, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen neuen Highscore. Yay!
Der gute alte AAAA, man kennt ihn und okay. Tja, damit kommen wieder die Credits und ich glaube fast, da kommt kein Secret Ending oder sowas. Aber wir haben alle Level von Yoshi's Story jetzt einmal durchgespielt, haben zwar nicht überall alle Herzen gesammelt, das wäre so gesehen der 100% Run wahrscheinlich, wo man wirklich absolut alles sammeln müsste. Aber naja, wir haben halt eigentlich alles erfüllt, was wir so erfüllen konnten. Mir gefällt das Spiel wirklich sehr gut. Ist natürlich, ja, Yoshi-typisch und auch von der Grafik her natürlich relativ stark irgendwo vereinfacht oder für Kinder gehalten. Ist natürlich auch irgendwo nicht allzu schwer. Manche Level waren recht fordernd, fand ich. Manche Level waren dann wieder sehr, sehr einfach. Gerade der erste Durchlauf ist halt sehr, sehr einfach gewesen, ne? Aber jetzt hier gerade im vierten Durchlauf oder beim dritten Durchlauf, da waren auch einige Level, die verdammt schwer waren, fand ich. Und ich meine dafür, dass ich jetzt am Ende nur noch vier Yoshis übrig hatte. Ich habe meinen schwarzen Yoshi verloren, ich habe meinen weißen Yoshi komplett verloren. Die sind ja dann für immer weg. War es nicht so leicht, ne? Es war nicht so leicht. War auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Kiste, fand ich. Eine ganz, ganz hübsch gestaltet auf jeden Fall. Steckt viel Liebe drin auf jeden Fall irgendwo, ne? Wenn man sich das alles anschaut mit diesem Klappbuch und so. Da denkt sich Nintendo mal geile Sachen aus. Auch jetzt beim neuen Yoshi-Spiel ist es ja auch alles in so einem besonderen Stil. Bei Kirby-Spielen war das ja auch mal in so einem Knetstil und so. Hier ist es eher in so einem Pappmaché oder Papp-Look irgendwie. Ist nicht so das Typische, ne? Gefällt mir auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber jetzt werde ich mal schauen, ob hier noch was Besonderes kommt oder so. Ansonsten würde ich sagen, das war es mit Yoshi's Story. Ich hoffe, euch hat es allen sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß ja, bei solchen Dingern gucken immer nur ganz wenige Leute zu, aber das ist mir relativ egal. Ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Ich weiß noch gar nicht so genau, ob dann wieder irgendwie was Star Wars-mäßiges kommt oder ob dann nochmal was Nintendo-mäßiges oder Retro-mäßiges kommt oder was ganz Neues mal, irgendwie mal ein aktuelles Spiel, was auch wahrscheinlich viele Leute mal sehen wollen würden. Bin ich mir gar nicht sicher. Yoshi singt zum Abschluss. Ich lasse das jetzt hier mal durchlaufen. Falls noch was Interessantes kommt, werde ich das am Ende hinschneiden. Falls nicht, würde ich jetzt sagen, das war's mit diesem Projekt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!